Mustard. Und hallo, Jakob hier, wieder mit Minimetro, dem nächsten Teil. Ich befinde mich hier auf der Map New York City, wo ich gerade eine vierte Linie dazu bekommen habe, die ich jetzt hier gerade noch ein Stückchen verlängere. Das heißt, jetzt baue ich mir hier mit der blauen Linie so eine Nord-Süd-Achse. Auf dieser Linie ist jetzt allerdings gerade keine Lok unterwegs, weil ich dort eine verbraten habe für die violette Linie hier. Das heißt, schätzungsweise werde ich besser daran tun, an diese Lok einen Waggon zu setzen und die andere Lok, Moment, die ist gerade im Bahnhof, so, die werde ich mal auf die blaue Linie versetzen. Also dafür, dass wir hier mit diesen drei Bahnhöfen angefangen haben, ist das jetzt schon ganz schön explodiert. Ich meine auch, wir haben ja noch eine Lok und wir haben auch noch einen Waggon. Das heißt, diese violette Linie, die ich auch manchmal pink nenne, die wird jetzt schätzungsweise noch ein bisschen Unterstützung von mir bekommen. Setze ich mal da hinten hin. Neue Lok, neue Linie würde ich fast diesmal vorschlagen. Und zwar nehmen auch die Passagiere zu, aber die Linienführung insgesamt finde ich nicht mehr ganz so toll. Also vor allem, was hier die pinke und die grüne Linie betrifft. Blau und Rot gehen im Prinzip. Das ist im Prinzip schon alles ganz gut machbar. Ich werde mal gerade diesen etwas außenliegenden Bahnhof werde ich mit der neuen Linie werde ich so anbinden. Frage ist, ob noch ein dreieckiger in der Nähe ist. Ja, das ist. Dann könnte ich das so verlaufen lassen, dass die grüne Linie dadurch wieder etwas kürzer wird. Ich habe keine Brücke mehr. Das bedeutet, ich könnte jetzt hier gerade nicht mehr so viel mit der gelben Linie anstellen, was mir noch mehr bringen würde. Vielleicht sie eben noch ein bisschen verheiraten mit der pinken Linie hier. Oder aber die Arbeit der pinken Linie übernehmen lassen an der Stelle, weil dieser Bahnhof mir nicht besonders gelegen kommt. Und dann unter Umständen dasselbe Ende wie die pinke Linie nehmen. Okay, da haben wir die gelbe. Und wir haben noch einen Waggon. Und diesen Waggon, Moment, gucke ich jetzt erstmal, ob auf der gelben Linie, ja, da ist eine Lok unterwegs. Ich habe den Bahnhof hier oben gesehen. Jetzt muss ich bloß gerade überlegen, ob ich den Waggon direkt bei der gelben Linie einsetze, bei der pinken Linie scheint es mir auch einigermaßen nötig zu werden. Lustigerweise ist hier auf der roten nicht so viel los, dass ich mir Sorgen machen müsste. Dabei ist das so im Zentrum, dass man eigentlich meinen sollte, dass da sehr viele Leute fahren. Aber vielleicht irre ich mich eben auch wirklich komplett mit der Annahme, dass das irgendwie eine Rolle spielt, ob man jetzt im Zentrum oder sich in den Außenbezirken befindet. Der Bahnhof ist jetzt mit angegliedert. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist dieser Bereich hier links, denn ich habe jetzt gerade keine Brücke mehr und wenn da jetzt ein Bahnhof aufpoppt, dann bin ich geliefert und muss wohl oder übel dann noch wieder eine Brücke abreißen. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Momentan sehe ich aber noch keine überlasteten Bahnhöfe, noch keine, wo irgendwie der Timer liefe, von wegen hier bitte endlich mal vorbeischauen. Das ist relativ beruhigend. Ich frage mich gerade, ob auf diesen ganzen Inseln hier dann auch noch Bahnhöfe aufpoppen können.
oder hier unten. Das könnte mir echt den Tag verderben, weil ich keine Brücken mehr habe. Wenn jetzt Sonntagabend kommt und wir sind zum Glück am Sonntag, dann werde ich mich, glaube ich, dafür entscheiden, neue Brücken anzuschaffen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Eine Lok und natürlich keine Brücke, weil das natürlich zu einfach wäre. Waggon ist, glaube ich, erstmal ganz angesagt. Die neue Lok kann auf welcher Linie denn jetzt am besten fahren? Schätzungsweise auf der grünen, weil ich die wieder ein bisschen komplexer gestalte. Oh, jetzt fahren hier zwei Züge direkt hintereinander durch. Bisschen ungünstig. Ist mir irgendwie eine Lok abhanden gekommen oder warum sehe ich jetzt hier... Nee, es fahren noch drei. Okay, alles klar. Vielleicht brauche ich aber auch eher noch eine Lok auf der gelben Linie, sagte er, als er die grüne Linie weiter verlängerte. Okay, gut. Ich glaube, es ist... Nee, Moment, bleib doch mal da. Konzentration und Spannung nehmen zu, merkt ihr sicherlich. Vor allem nehmen auch gelbe Bahnhöfe weiter zu. Okay, dieser hier war gerade ein bisschen überfordert, aber da führen drei Linien durch. Im Prinzip eine sichere Bank dafür, dass der dann eben doch mal auch entsprechend abgeholt wird. Jetzt läuft hier die Zeit ab, aber der Zug kommt. Schrecklich lang ist die gelbe Linie jetzt eben doch auch nicht. Kann aber auch nicht alle Fahrgäste mitnehmen hier, die Lok. Okay, pass auf, dann werde ich einfach mal... Nein! Boah. Okay. Dies hier so versetzen. Jetzt kommt hier dieser Football dazu und ich habe keine Brücken mehr übrig. Ah, pass auf, es ist Sonntag. Und Sonntag heißt, ich bekomme eine neue Brücke, zumindest hoffentlich. Woche 8, eine Lok und zwei neue Brücken, das ist doch sehr beruhigend. Ja, ich hätte im Prinzip auch eine neue Linie ganz gut gebrauchen können inzwischen, aber da war mir jetzt doch die Brücke lieber. Okay, da haben wir jetzt diesen Bahnhof angebunden und soll ich es wagen, einfach hier auch das noch... Oh, das passt nicht mehr so ganz, da brauche ich zwei Brücken. Ist auch irgendwie logisch. Ich habe nur noch eine Brücke zur Verfügung. Alles ein wenig ungünstig. Okay, das wird jetzt erstmal ein Sackbahnhof bleiben. Was ich gerade gemerkt habe, ist, dass wir hier tatsächlich auf dieser Map es geschafft haben, über die 1000 Passagiere zu kommen. Das ist natürlich ganz erfreulich. Ich hoffe bloß, dass es noch ein paar mehr werden. Ich fürchte, ja, das war's. Wenn ich nicht ganz schnell was tue, war es das. Habe ich die Lok jetzt nicht versetzen können? Doch. Nein. Okay, ich fürchte, das war's. Ich habe gut 1200 Fahrgäste bedienen können. Das ist doch eigentlich ganz wunderbar. Da kriege ich auch einen gelungenen Schlusstusch für.
Alles klar. Ich würde sagen, jetzt habt ihr einen vielleicht noch etwas besseren Eindruck von diesem Spiel bekommen können. Ich habe mit ein bisschen besseren Taktiken habe ich hier dann doch die Karten einigermaßen besser spielen können. Auch die Berlin-Karte vergessen wir mal besser. Ja, jedenfalls hoffe ich, dass euch das Spiel gefällt. Es gibt es auch immer mal wieder in irgendwelchen Bundles und so relativ günstig zu erstehen. Ich habe jetzt hier Grundpreis bei Steam 10 € dafür bezahlt. Ist keine Welt, unter Umständen vielleicht noch ein bisschen hochgegriffen jetzt für dieses etwas ja, sehr casual Spiel. Aber ich bereue es nicht unbedingt. Ich habe hier eigentlich ganz gut meinen Spaß mitgehabt. Werde es privat noch ein bisschen weiter zocken, aber schätzungsweise nicht unbedingt hier in diesem Rahmen noch weiter. Sollte ich irgendwie durchkommen in irgendeiner Form, werde ich vielleicht auch noch ein Review dann nachschieben. Aber ja, fürs Erste war es das jetzt in jedem Fall mal von Minimetro. Und ja, bleibt mir gewogen. Bei anderen Spielen sieht man sich wieder. Bis dahin, ciao.